Tim setzte sich auf seinen Platz. Na, mein Sohn, wie gefällt dir die Schule? Fragte ihn sein Vater. Och, Schule ist doof, antwortete Tim und nahm einen großen Schluck von seiner Milch. Erstaunt legte Vater seine Zeitung auf die Seite und schaute Tim neugierig an. Warum ist Schule doof? Gefällt denn dir denn deine neue Lehrerin nicht? Fragte er. Ach doch, die ist ganz hübsch, antwortete Tim. Und warum ist die Schule dann doof? Fragte sein Vater. Och, wegen dem Schreiben und Lesen, sagte Tim, während er in eine Scheibe Brot biss. Er wollte lieber nicht davon reden, darum nahm er gleich noch einen weiteren großen Bissen davon, weil mit vollem Mund durfte er nämlich nicht reden. Seht ihr, da ist ein bisschen Knicke drin. Aber auch ein Vorbild, dass man sich unterhaltet am Esstisch, wenn man miteinander zusammensitzt und dass man das Kind fragt und es einem vielleicht erzählt, wenn man sich Zeit nimmt und wenn man ihm zuhören mag. Und ja, da offenbart sich so einiges, darum ist das gemeinsame Zusammensitzen und Fragen ganz, ganz wichtig. Bleibt dran, ich erzähle euch weiter, was ich mir dabei gedacht habe, wenn ich ein Buch schreibe, wie zum Beispiel Der Buchstabenmeister.